Im Rahmen unseres Schülerpraktikums im Medienzentrum Ruhr haben wir uns über die anstehenden Europawahlen im Sommer 2024 informiert. Besonders an dieser Wahl ist, dass zum ersten Mal 16-Jährige teilnehmen dürfen. Und dabei finden die EU-Wahlen alle 5 Jahre statt und es werden Volksvertreter aus allen Gebieten der EU-Staaten in das Europäische Parlament gewählt, um die Interessen der Bürger und Bürgerinnen zu vertreten. Um ein besseres Verständnis über die EU-Wahl zu kriegen, haben wir mehrere EU-Abgeordnete des Ruhrgebiets kontaktiert, um sie nach einem Interview zu fragen. Und dabei ist es uns gelungen, Interviews mit Jens Geier aus der SPD und Dennis Radke aus der CDU zu führen. Dies freut uns besonders, weil beide zu den wichtigsten EU-Politikern des Ruhrgebiets gehören und hohe Positionen in den Landeslisten einnehmen. Weiterhin hat es uns gefreut, dass wir die zwei unterschiedlichen Sichtweisen der beiden großen Parteien mitbekommen und aufnehmen konnten. Bist du schon nervös? Ja, also ich würde schon sagen, dass die Nervosität langsam steigt. Ich bin schon ein bisschen nervös und leicht angespannt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich bin auch nervös, vor allem weil es halt ein Politiker ist und man möchte einen guten Eindruck machen. Ja. Was erhoffst du dir denn von dem Interview? Oh, ich hoffe, dass er es sehr schnell geht, dass er sehr schnell die Antworten sagen kann und dass es sehr gut im Interview laufen wird. Ja, ich hoffe, dass er sehr direkt antwortet und noch nett zu uns beiden ist. Und ja. Daraufhin haben wir uns auf dem Weg von unserem Arbeitsplatz in Essen-Borbeck nach Bochum für das Interview mit Dennis Radke begeben. Die Woche darauf sind wir in die Essener Innenstadt für das Interview mit Jens Geier gefahren. Im Folgenden seht ihr einen Zusammenschnitt der beiden Interviews hinsichtlich unseren selbstgesetzten Themen Industrie im Ruhrgebiet, Migration und Wählen ab 16. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie für die Entwicklung einer nachhaltigen Industrie im Ruhrgebiet? Was wir natürlich zurzeit vor allen Dingen hier in Deutschland erleben, und da bildet das Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen keine Ausnahme, ist, dass die Industrie enorm unter Druck steht. Wir haben hier in Deutschland die höchsten Energiepreise in der Europäischen Union. Das heißt, die Industrie stand schon vorher unter Druck und ist jetzt durch die Preiserhöhung noch mehr unter Druck. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der europäischen Ebene, aber auch in Berlin auf der nationalen Ebene, endlich die Politik danach ausrichten, zu sagen, ja, Klimaschutz, wir brauchen engagierte Ziele, aber am Ende müssen wir die Unternehmen bei dem Transformationsprozess auch unterstützen. Das ist eine sehr, 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 sehr komplexe Frage. Also Herausforderungen, wir wollen das Klima retten. Dieser Planet schickt uns ja alle 2 Monate eine Nachricht, dass er nicht mehr kann. Da ist Gefahr im Verzug. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter, aber ich würde diesen Planeten gerne so zurücklassen, dass Sie da auch noch drauf leben können. Und um nicht weniger geht es. Und Klimawandel ist auch keine Geschichte, die irgendwo anders auf der Welt stattfindet. Wir haben hier extrem trockene Sommer, die Menschen, denen es nicht so gut geht, auch schon das Leben kostet. Wir haben Ernteausfälle, wir haben Überschwemmungen, wir haben Stürme. Also es kommt alles auch hier an, verursacht auch Kosten, weil irgendwelche Versicherungen müssen am Ende für die Schäden aufkommen. Und am Ende ist es günstiger und natürlich irgendwie dann auch für die Menschen schonender, wenn wir mal anfangen, den CO2-Ausstoß und den von Methan zurückzudrängen. Wir haben Schadstoffausstöße quer über die Gesellschaft, in der Landwirtschaft, im Verkehr, in den Häusern, aber auch in der Industrie. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir energieintensive Industrien umgestellt auf eine nachhaltige Energieversorgung. Und das geht mit Strom. Wenn er dann aus erneuerbaren Quellen kommt, ist es eben sauberer Strom. Und es geht mit Gasen, vor allen Dingen Wasserstoff ist das, was mich da am meisten interessiert und beschäftigt. Und wenn man den Wasserstoff eben im Elektrolyseur aus grünem Strom herstellt, dann hat man auch grünen Wasserstoff und dann kann man auch grüne Industrieprodukte herstellen. Und das ist die Herausforderung und die Chance, weil das kommt alles nicht über Nacht. Da muss ordentlich investiert werden, da muss Geld in die Hand genommen werden, da müssen Prozesse umgestellt werden. Und damit hat die Industrie im Ruhrgebiet jetzt eben auch angefangen. Aber die Chance besteht dann eben auch darin, dass wir früh fertig werden damit und eben auch anderen Industrieregionen zeigen können, dass es geht und wie es geht. Wie können wir die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten verbessern, um eine effektive und faire Migrationspolitik zu erreichen? Also die Europäische Union besteht immer noch aus 27
selbstständigen Staaten, in denen die Menschen nationale Regierungen wählen, die die nationale Politik festlegen. Das passt mir im Einzelfall nicht, aber es gibt einen Haufen Regierungen, die aus Parteien bestehen, die sehr kritisch sind zu Migrationsfragen. Die kann man in der Europäischen Union, wenn es darum geht, gemeinsame Lösungen zu finden, eben auch nicht einfach übergehen. Und das ist hochgradig ärgerlich, weil ich setze mich schon dafür ein, dass Menschen Zugänge nach Europa haben, und zwar auch Zugänge außerhalb von Asylpolitik. Wir brauchen Einwanderung, und nicht jeder Asylbewerber, nicht jede Asylbewerberin hat einen triftigen Asylgrund. Aber wenn wir sagen, wir brauchen hier sowieso Arbeitskräfte, dann können wir eben auch Einwanderung organisieren, die anders stattfindet als nur übers Asyl. So, was da jetzt rausgekommen ist, ist nicht schön in der europäischen Politik. Aber es ist nach Jahren der Blockade durch einzelne Mitgliedstaaten jetzt der Anfang einer gemeinsamen Politik. Und das ist nicht wenig, auch wenn das am Ende des Tages mit Beschlüssen meiner Partei, mit meiner eigenen Haltung, mit der Meinung meiner Fraktion, auch mit der Haltung der Mehrheit des Europäischen Parlaments wirklich nicht mehr viel zu tun hat. Eine extrem komplizierte Frage. Die Innenminister in der Europäischen Union haben sich ja jetzt auf so eine kleine Quotenregelung mal verständigt, nachdem man 30 Jahre darüber gestritten hat. Das Problem sind wir im Grunde, so ehrlich muss man sein, auch ein Stück weit selber schuld, hier mit unserer deutschen Haltung. Weil wir haben solche Quoten 30 Jahre lang abgelehnt. Weil wir haben ja die Regelung gehabt, Dublin-Abkommen, das heißt, dass die Menschen in dem Land Asyl beantragen, in dem sie ankommen. Und die allerwenigsten Menschen sind in Deutschland angekommen, sondern die meisten sind Italien, Griechenland und auch teilweise in Spanien angekommen. Heißt, wir hatten es immer bequem. Wenn die Menschen nicht bei uns ankommen, beantragen die bei uns auch kein Asyl. Also kein Problem. Das ging so lange gut, bis Lampedusa 2015 auf einmal mitten in Deutschland war, weil die Italiener nämlich gesagt haben, wir können nicht mehr, hier habt ihr Zugfahrkarten, fahrt doch mal alle weiter nach Deutschland. Und seitdem sagen wir, oh, so geht das aber nicht, wir wollen jetzt faire Quotenregelung. Und jetzt sagen natürlich auch viele, die gesagt haben, Moment mal, ihr Deutschen habt doch 30 Jahre lang solche Quoten, habt ihr doch immer bekämpft, ihr wolltet die nie haben. So, und jetzt bitte seht mal zu, wie ihr das geregelt kriegt. Jetzt sind wir Gott sei Dank an dem Punkt, wo wir endlich mal ein bisschen einen Solidaritätsmechanismus haben. Wir haben uns ja auch mittlerweile auf Dinge verständigt, dass diejenigen, die mehr Flüchtlinge nehmen als andere, auch mehr finanzielle Unterstützung aus den EU-Kassen bekommen. Auch das finde ich richtig. Aber trotzdem muss man sagen, einige Mitgliedstaaten haben eine beschämende Einstellung zu dem Thema, weil sie sich hinstellen und sagen, ja gut, aus der Ukraine, dann nehmen wir welche. Aber Flüchtlinge aus Syrien, Moslems wollen wir hier nicht haben, Schwarze wollen wir hier nicht haben. Entschuldigung, das ist nicht mein Verständnis. Sondern ich finde, wir können das doch nicht an der Frage der Religion oder der Hautfarbe oder sonst irgendwas festmachen, sondern wir müssen das doch festmachen an der Frage, brauchen diese Menschen unseren Schutz und unsere Unterstützung? Gibt es echte Asylgründe, ja oder nein? Ich bin letztes Jahr 16 geworden und werde dieses Jahr die Chance haben, das erste Mal wählen zu gehen. Was für eine Botschaft haben Sie an Jugendliche wie mich? Sie müssen sich überlegen, in welcher Welt Sie aufwachsen und leben wollen. Und dann müssen Sie überlegen, welche Partei hat die Antworten auf Ihre Fragen, die Sie überzeugen. Und daraus müssen Sie sich dann versuchen, eine Meinung zu bilden. Geht natürlich auch ein bisschen über Wahl-O-Mat. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass diese Welt es verdient, gerechter zu sein, sozialer zu sein, gleicher zu sein, unsere Lebensgrundlage zu schützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es anständig bezahlte, mitbestimmte Arbeitsplätze auch in der Zukunft geben wird. Und ich behaupte, das kriegen Sie nur mit der SPD. Jeder sollte am 9. Juni die Chance nutzen, hinzugehen, sich zu beteiligen. Diese ganzen Debatten, die wir manchmal haben, ach, Europa ist alles so weit weg. Ich habe ja mal ein paar Beispiele illustriert, ist gar nicht so weit weg, sondern kommt unmittelbar hier bei den Menschen an. So, das ist Quatsch. Auch die Haltung, Europa eigentlich alles nicht so wichtig, kann man mal zu Hause bleiben oder kann man ruhig mal Protest wählen. Um Gottes Willen.
Also wir sehen ja auch, was an vielen anderen Ländern, was in vielen anderen Ländern passiert. Und deswegen kann ich nur sagen, egal ob 16, 66, 96, nutzt eure Chance, beteiligt euch, geht am 9. Juni wählen und zeigt der AfD den Stinkefinger. So, wir haben ja jetzt mit den zwei wichtigsten Europa-Ruhrgebiet-Politikern gesprochen. Wie fandest du dein Gespräch mit Jens Geier? Ich fand ihn sehr nett, entspannt, er hat gut geantwortet, Inhalt war gut. Und wie fandest du denn Dennis Radke? Dennis Radke war ein bisschen laut, ein bisschen aufgeregter, ja, und aber immer noch sehr nett. Hat mich auch sehr respektvoll begrüßt in meinem Team. Also ich fand es sehr in Ordnung. Wen würdest du denn eher wählen? Ich muss mich erstmal noch mit deren Positionen mehr auseinandersetzen, aber ich fand Jens Geier im persönlichen Gespräch sympathischer. Ja, ich musste mich auch mit dem Thema halt mehr befassen, mit den Wahlprogrammen und so. Ich fand aber Jens Geier auch im Gespräch viel sympathischer als Dennis Radke, was nicht heißt, dass Dennis Radke jetzt ein schlechter Mensch oder unsympathisch sein soll. War halt auch sehr sympathisch, aber ich fand das Gespräch mit Jens Geier viel entspannter.